Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 1:1-Talk in dieser Woche, mal wieder vom Campus, denn wir haben einen besonderen Gast. Er ist der beste Torschütze der WM-Geschichte, er ist Weltmeister 2014 und eben heute Trainer der U17 hier beim FC Bayern. Ich freue mich sehr, dass Miroslav Klose da ist. Herzlich willkommen, dankeschön, dass das geklappt hat. Du könntest mit dieser Vita vielleicht deine Trainerkarriere auch woanders beginnen, als im Jugendbereich Co-Trainer irgendwo machen, bei einer Top-Mannschaft schon. Warum hast du dich sehr bewusst für diesen Weg in der U17 entschieden? Weil ich mit vielen Gespräche geführt habe, die Trainer waren und selbst in der Jugendarbeit angefangen haben. Und viele haben mir berichtet, beziehungsweise die meisten haben berichtet, dass sie da sehr gute und wichtige Erfahrungen gesammelt haben. Und deswegen war es für mich normal, diesen Weg zu gehen. Also ich will Erfahrung sammeln auf dem Platz mit den Jungs und deswegen U17. Wenn ich dich nach drei elementaren Dingen frage, die du gerne an deine Jungs weitergeben würdest, was kommt dir in den Sinn? Herz und Leidenschaft und diese unbedingte Wille, es nach oben zu schaffen, das will ich so ein bisschen vermitteln. Wir wollen gleich mal auch noch ein bisschen über dein Leben sprechen, wie es vielleicht dich auch ein bisschen beeinflusst hat, auch in deiner Trainerkarriere. Jetzt wollen dich aber noch mal ein bisschen vorstellen als Trainer, weil deine Geschichte als Bundesligaspieler bis hin zum Weltmeister dann mit der Nationalmannschaft, ich glaube, die kennt ihr fast alle, aber Miro Klose ist eben jetzt auch schon seit über einem Jahr Trainer hier auf dem Campus beim FC Bayern. Per Salto an die Seitenlinie. Statt Tore schießen, heißt es für Miroslav Klose seit Sommer 2018 Trainer der U17 des FC Bayern. Miro kenne ich als Typen. Ein ganz feiner Kerl, ein feiner Bursche. Er ist ein Idol für viele. Es ist schon gut, dass ehemalige Spieler auch anfangen, den Trainerposten dann auch zu übernehmen. Und vor allen Dingen finde ich das ganz gut, wenn sie unten anfangen. Klose und die Bayern. Das hat schon von 2007 bis 2011 gepasst. In 4 Jahren erzielt er nicht nur mehr als 50 Treffer, sondern gewinnt 2-mal das Double mit dem Rekordmeister. Der Posten als Chefcoach bei der U17 des FC Bayern, seine erste Trainerstation. Der Weltmeister und beste Torschütze der WM-Geschichte trainiert seit der vergangenen Saison die Stars von morgen. Also Spieler ist immer schön, du kommst auf den Platz und dann erklärt dir der Trainer, was zu machen ist. Und so muss man sich viel mehr Gedanken machen, ja. Klose, von Anfang an erfolgreich mit der U17 des FC Bayern. Doch als ehemaliger Topstürmer fällt ihm schnell auf, woran es noch hapert. Denn nach 6 Spieltagen in seiner Trainer-Premieren-Saison sind die Bayern zwar Erster, doch mit 11 Toren in 6 Spielen die Trefferausbeute ausbaufähig. Unser Manko liegt im letzten Drittel, das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Ja. Also da müssen wir es auch ein bisschen forcieren jetzt. Und er schafft es. Er schraubt den Schnitt auf 2,5 Tore pro Spiel und holt am Ende die süddeutsche Meisterschaft. Auch wenn der ganz große Wurf mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ausbleibt, Klose zufrieden mit seiner ersten Saison. Ich glaube, dass die Jungs gut gespielt haben, als Einheit sich präsentiert haben. Und der 41-Jährige entscheidet sich weiterzumachen. Auch in dieser Saison trainiert er die B-Junioren des FC Bayern. Nach 5 Spieltagen liegen seine Jungs aktuell auf Platz 4. Jedoch nur 3 Zähler hinter Spitzenreiter Hoffenheim. Miroslav Klose und der FC Bayern. Das hat nicht nur damals gepasst, sondern passt auch heute. Welche Zielsetzung hast du da für dich persönlich als Trainer und welche Zielsetzung hast du mit den Jungs? Was hast du mit den Jungs vor? Was ist da ja, entscheidend für dich? Wo muss es am Ende der Saison hingeraten? Also als Trainer persönlich glaube ich, viele Sachen auszuprobieren. Ja. Also manchmal ein bisschen was an der Taktik ändern, an den Trainingseinheiten, um selbst ein Gefühl für Situationen, für Trainingseinheiten zu bekommen. Ist die Spielfeldgröße vielleicht zu groß oder die Spieleranzahl, ja, dass man da so ein bisschen flexibel ist. Es passiert ja immer was im Training, da muss man ja immer reagieren können. Deswegen die Anfangsphase und deswegen auch nochmal ein Jahr U17, was für mich unheimlich wichtig war, dass ich da selbst für mich lerne und mit dem guten Gefühl die nächsten Jahre als Trainer dann auch starten kann. Und für die Jungs ist, glaube ich, die Entwicklung das Wichtigste. Ja, also wir wollen Spieler entwickeln und wenn man sieht, wie viele Jungjahrgänge schon bei den ein Jahr Älteren spielen können, ja, also das zeigt, welche Qualität wir am Campus haben. Ja, aber natürlich schaffen es nicht alle nach oben, aber die 2, 3, die müssen wir dann dementsprechend selektieren und die müssen wir dementsprechend auch pushen. Ja.
Wir wollen das alles noch mal ein bisschen aufarbeiten, auch an deiner Entwicklung, die du genommen hast als junger Mensch. Es gibt eine Biografie jetzt auch, die du gemeinsam mit Ronald Reng rausgebracht hast. Warum hast du dich so früh in diesen jungen Jahren schon dafür entschieden, eine Biografie rauszubringen? Was heißt früh? Also für mich ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt. Also ich glaube, die Fußballer-Vita ist so ein bisschen jetzt beendet und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der als Trainer. Ja, und das habe ich dann so ein bisschen mit Roland zusammen runtergeschrieben. Ja. Für mich macht es wirklich, wirklich Sinn, weil ich glaube, ich bin nicht den normalen Weg gegangen, ja, so wie jetzt die Jungs hier im Nachwuchsleistungszentrum, sondern es war bei mir ganz anders mit dieser Zimmermannslehre, ja, also so viele Steine, die ich aus dem Weg räumen musste und über Hürden, die ich springen musste. Und das ist, glaube ich, das, was ich den Jungs ein bisschen oder den Lesern ein bisschen vermitteln möchte, ist, man soll an seine Ziele und an seine Träume glauben. Ja, weil ich glaube, dann hat man eine realistische Chance. Und natürlich ist das ein ganz, ganz harter Weg, Fußballprofi zu werden. Ja, aber ich sage es immer so schön, wenn ich es geschafft habe, können es viele andere auch schaffen. Ich würde gerne noch ein bisschen früher noch mal einsteigen in deiner Biografie, als ihr aus Polen hier rübergekommen seid nach Deutschland. Ich glaube, es war keine einfache Zeit für dich. Sprache, die Schwierigkeit in der Schule, glaube ich, erst mal ein paar Probleme gehabt. Erzähl mal ein bisschen, wie du diese Zeit erlebt hast und wie sie dich vielleicht auch geprägt hat. Klar, als Fußballer, aber jetzt auch als Trainer. Ja, es war eine schwierige Zeit, also da braucht man kein Hehl zu machen. Es war wirklich eine schwierige Zeit, weil auch von den Eltern das so ein bisschen vorgegeben worden ist. Man weiß nie, was passiert. Ja, und wenn dann die Eltern irgendwo rausgehen und so ein bisschen leiser miteinander reden, dann weiß man, okay, irgendwas stimmt nicht, weil man natürlich die Eltern auch kennt. Und ich habe eine 3 Jahre ältere Schwester. Und es war eine Herausforderung, auch für die ganze Familie. Darauf sind wir vorbereitet worden. Wir mussten alles nochmal neu lernen. Alles war neu für uns, also mit der Schule und auch die Berufe von unseren Eltern. Also die mussten erstmal Arbeit finden, dann die erste Waschmaschine, die wichtigsten Sachen halt aus der Küche, dann das erste Auto und alles abbezahlen. Ja. Also man hat erstmal Schulden, wenn man nach Deutschland kommt. Ja. Und das war für uns ein unangenehmes Gefühl, Schulden zu haben und dann erstmal ja, alles zurückzahlen zu müssen. Ja. Also Arbeit suchen erstmal. Und dann ging es mit der Schule weiter. Wir sind eingeschult worden. Ja. Dann, ich habe ja nichts verstanden. Ich konnte ja nur Danke und Ja sagen und musste dann ein Diktat schreiben. Und das wird dann alles so ein bisschen in dem Buch erzählt. Aber es war wirklich eine unheimlich schwere Zeit, auch für die Familie. Also waren wirklich viele Streitereien und Diskussionen fast jeden Tag bei uns. Glaubst du, dass das dich irgendwie beeinflusst hat, dass du dadurch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Willen auch entwickelt hast, diesen Weg zu schaffen, Fußballprofi zu werden? Ja, also ich glaube, mit der Zimmermannslehre, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, weil die Lehrjahre sind wirklich verdammt harte Jahre. Und dann habe ich noch ein Dreivierteljahr als Geselle gearbeitet. Und das war schon schwer. Also da muss man sagen, jeden Morgen, ich glaube, nach 5 bin ich aufgestanden, 4:15 und kam um 7 erst nach Hause, konnte dann schnell was essen, weil dann danach Training war. Das hat mich geprägt. Also das muss ich sagen. Immer wenn es hart wurde, auch in meiner Fußballerkarriere, dann konnte ich immer mich besinnen und die letzten Prozente aus mir herauskitzeln, weil ich weiß, was eigentlich harte Arbeit ist. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich so anhört, dass Fußball keine harte Arbeit ist, aber das kann man mit der normalen Arbeit, das, was die Leute tagtäglich am Bau arbeiten, kann man das nicht vergleichen. Dann hat man eher das Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Wenn du das jetzt schon ansprichst, dann wollen wir dir die Frage, die wir von Thomas Müller bekommen haben. Wir waren mit ihm unterwegs und hatten die Gelegenheit, ihn zu fragen, was er dir denn für eine Frage stellen würde. Ja, Miro, grüß dich, servus, hallo. Dein alter Kollege hier. Also, ich bin der jüngere Kollege. Was ich schon immer mal von dir wissen wollte, ist, und du hast, ich habe das so im Kopf, du hast eine Ausbildung gemacht zum Anfang deiner noch nicht begonnenen Fußballkarriere zum Zimmerer oder Dachdecker, weiß ich jetzt nicht 100%. Wie viele Häuser hast du, also wie viele Dachstühle hast du bisher errichtet? Das wollte ich schon immer mal wissen. Das ist schwer zu sagen, ja, weil als Lehrbub pendelst du ja immer zwischen Baustellen. Also du musst ja eigentlich immer
die sogenannte Drecksarbeit machen, ja, da so, sprich Baustellen kehren und irgendwas reichen. Und da, wo die schwerste Arbeit anstand an dem Tag, da bist du als Lehrbub immer hingeschickt worden. Und wir hatten ja so viele Baustellen und so viele Kolonnen, wo jeden Tag irgendwo anders hingefahren sind. Und deswegen war es ganz, ganz selten, dass wir auf dem Dach standen und richtig als Zimmermann das ausüben konnten. Ja, also die 3 Jahre waren eigentlich nur Lehrjahre. Du hast ganz, ganz selten auf dem Dach gestanden. Und dann Richtung Geselle, dann warst du auf dem Dach. Dann konntest du dich bedienen lassen und von den anderen Lehrjungs dir die Sache anreichen lassen. Aber man kann das nicht wissen, wie viele Dachstühle man eigentlich gemacht hat. Aber es waren sehr, sehr viele. Ich glaube, Thomas, ging es auch hauptsächlich darum, mal zu hören, dass du wirklich mit angepackt hast. Und das ist jetzt klar geworden. Welchen dicken Fisch, welchen Titel, welches Traineramt würdest du gerne in den nächsten 4, 5 Jahren noch an Land ziehen? Also wo würdest du deine Entwicklung in dieser Zeitspanne gerne sehen? Vielleicht führt der Weg in die Bundesliga. Das ist mein großes Ziel. Aber erst mal lernen. So war ich als Fußballer, so war ich als Typ immer schon. Ja. Wenn ich es mir zutraue und wenn ich denke, ich bin so weit, dann werde ich das angreifen und auch da weiterhin lernen. Also es wird da auch Rückschläge und Hindernisse kommen und Hürden und die werde ich alle überspringen oder die Steine aus dem Weg räumen müssen, aber ich bin dazu bereit. Neuer Abschnitt geht los. Wir drücken dir die Daumen. Wir verfolgen deinen Weg ganz logischerweise hier auch beim FC Bayern. Hoffen, dass du uns noch lange erhalten bleibst. Danke, Miroslav Klose, für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke euch allen fürs Zuschauen. Kommende Woche gibt es dann wieder einen 1:1-Talk. Bis dahin, macht's gut.